Liebe Trainini-Begeisterte, ich begrüße Sie herzlich zur Folge 6 von Trainini TV und ich denke, auch dieses Mal haben wir ein sehr interessantes Projekt für Sie ausgegraben. Klaus Büttner hat sich im kompletten Eigenbau an die Lokomotive 98727 gemacht, Wilfried Flugbeil mit ins Boot geholt und eine zweite Lokomotive 98715 geschaffen. Die erste ist digital, die zweite analog ausgestattet. Und wie es dazu gekommen ist, das möchten wir Ihnen heute mit ein paar Bild- und Filmaufnahmen nahebringen. Gegenstand des Eigenbaus war die Dampflokomotive der Bauart BB2 der Königlich Bayerischen Staatsbahn. Vorlagen konkret die 98715 und 98727. Letztere ist als Zuckersusi bekannt geworden und war unter anderem auch 1985 bei den Jubiläumsaktivitäten 150 Jahre Deutsche Eisenbahn dabei. Ein paar Fahreindrücke zeigen die Lokomotive in Aktion. Vor allem das feinst detaillierte Fahrwerk mit den vielen beweglichen Teilen ist gewiss etwas, das in der kleinen Serie nicht unbedingt alltäglich ist, im Eigenbau schon gar nicht. Viele Schritte waren erforderlich, von der Idee bis zum fertigen Modell. Am Reißbrett zeichnete Klaus Büttner Motor und Getriebe und plante das komplette Fahrwerk, das wir hier in Aktion sehen. Anschließend nahm es Platz auf dem neu konstruierten Gehäuse, das auch noch Bearbeitung erforderlich hatte, aber auch dies musste erst entstehen. Gehäuse und Armaturen entstanden ebenfalls am Reißbrett. Das heißt, Klaus Büttner hat sie klassisch von Hand gezeichnet. Anschließend sind diese Teile aus Messing gefräst und gedreht worden, wie wir hier sehen. Das Gehäuse wurde mit Hilfe eines Freundes neu CAD gezeichnet. Ausgegeben wurde es per Nirosta im 3D-Druckverfahren. Die Stützkonstruktion am Dampfdom musste natürlich noch entfernt werden, bevor ein plasmaelektrolytisches Oberflächenverfahren zum Einsatz kam. Das Gehäuse wurde grundiert, lackiert und anschließend mit Magneten auf dem Fahrwerk befestigt. Das war schon wieder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich denke und ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat und freue mich, wenn Sie bald wieder einschalten auf unserem Kanal. Vielen Dank, alles Weitere und übrigens auch einen gedruckten Bericht über diese Lokomotive finden Sie im Trainini 6 2022 auf www.trainini.de oder auf Englisch unter www.trainini.eu. Schalten Sie bald wieder ein. Auf Wiedersehen.